Was anderes hast du dir nicht verdient. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Willkommen im London Stadium, wo wirklich bestes Fußballwetter herrscht. Ja, da hat es ja auch noch nie geregnet, was komplett komisch ist. Wir sind zu Gast bei einem Division. Gibt aber gar keinen Sinn, dass es da noch nie geregnet hat. Aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Da konnten sie nichts draus machen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Gabriel Jesus. Hallo, passt doch. Rashford spielt den Ball. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Ja, ich kann auch einiges am Ball, aber ob das auf seine FIFA-Karte immer zutrifft. Ich bin gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Ja, hast du das Tor gegen BVB gesehen? Meinst du diesen Hattrick oder was das war? Jetzt die Ecke. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ich habe es auf Instagram gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Na? Mit dem Fuß hat er es irgendwie ganz komisch reingemacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab auf seinem Instagram die Bilder dazu gesehen. Also die Schnappschüsse dazu, wie er so. Ne? Digga, kommt Flanke rein, er. Alter, nur so krank. Hä? Warum liegt der? Ja, und das ist abseits, das war fast zu ahnen. Weil die Abwehr natürlich sieht, sie bewegen sich nicht genug, sind zu statisch im Zentrum. Und eine clevere Abwehr, die nutzt sowas eben aus. Cornet. Mount. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ferran Torres. Danke. Ballverlust, Modric. Jetzt ist eine Art Karate-Kick, ne? Aber es sieht auf dem Bild so ein bisschen so aus, als würde er jetzt Karate machen, ne? Er ist weiter am Ball. Ja, genau! Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Gabriel Jesus! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Aber was ich gut fand, er hat nicht gejubelt gegen Dortmund. Einfach klasse, wie er diese Chance vereitelt, wie er das Unentschieden verteidigt. Da wären sie fast in Rückstand geraten. Ja, soll ich euch zu früh freuen? Was war einmal gegen Dortmund gewonnen hat, heißt nicht, dass er ein zweites Mal auch gewinnt, ne? Nein, dass er ein Tor gegen Dortmund geschossen hat, hat ihn halt nicht gefreut, so. Vielleicht hat er es auch aus Respekt der anderen, der Fans, die ihn immer noch mögen, nicht so gezeigt. Aber ich denke mal, er freut sich schon, dass er ein Tor ja klar, freut tut er sich, aber... Ja, auf der anderen Seite kennt er halt alle in Dortmund noch und ist wahrscheinlich auch vielleicht noch irgendwie mit dem befreundet oder so. Ja, ganz toll. Hier, Reus ist ja auch noch mit Lewandowski befreundet. Und wie lange ist Lewandowski jetzt bei Bayern? Ja, klar. War bei Bayern, War bei Bayern, ja. Na ja gut, ich wollte gerade sagen, nicht so hat Lewandowski gefreut, wieder in Bayern zu sein, aber hat die eh verloren, also war er eh mad. Ne? Ja. So, das hier meinst du, ne? Ja, Digga, wie er da ihn auch reingemacht hat, ganz ehrlich. Ja, das, auf dem Bild sieht das so aus, als würde er gerade den Tornado-Kick aus Karate Cobra Kai machen, ne? Also richtig echt. So, richtig so. Wow! Also, glaube ich, so ein Tor, das funktioniert, das triffst du so eins von 100 Mal geführt, ne? Ja. Weil so perfekt den Ball zu treffen. Den Ball hat er, ganz souverän. Richarlison. Der Angriff könnte was werden. Mann. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. James. Ja, nee. Benzema mit dem Ball jetzt.
Ich sehe schon, du spielst jetzt hier 1,5 Stunden FIFA. Und was ist passiert? Rein gar nichts. Na? Du guckst dir deine Platzierung an, und es ist rein gar nichts passiert. Beim Ballbesitz sehen wir in den letzten 15 Minuten Vorteile bei den Dream Destroyers. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Sie können den Ball abfangen. Wenn du jetzt ein Tor reinmachst, dann hast du einfach mal die Analyse des Kommentators komplett ausgenommen. Na? Viel zu ungefährlich, Digga. Jeder Ball in der Nähe des Tores. Ja, halt so gesehen, du hast den Kopfball nicht richtig getroffen, deswegen war er nicht gefährlich. Na? Aus der Analyse ist hinterher gesprochen, guck mal, er hat seinen Kopf nicht richtig hinterbekommen, deswegen war doch klar, dass der so vorbeigeht, so gesprochen. Na? Van Dijk ist da natürlich zur Stelle. Dann musst du das erste Tor treffen, dann hast du den Kommentator gezeigt, dass er komplett die Soße erzählt hat. Okay, jetzt hat er doch recht behalten. Natürlich hat er recht, er hat immer recht, weil er ein... Ich hätte es auch witzig gefunden, wenn er das so sagt, und dann hättest du stattdessen das erste Tor gemacht. Karim Benzema. Aubameyang ist es das. Volley genommen. Was für eine Technik. Sogar einen besseren, fairen Torwart als du. Natürlich hat er das. Flanke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Die Szene geht weiter. Also einfach mal kurz 5 Millionen FIFA-Coins kaufen. Natürlich. Ja. Im Konter, immer. Ja, immer natürlich. Im Konter. Ja gut, da wäre irgendwie nichts raus geworden. Ja. Jetzt habe ich weiter gedrückt, Digga. Ja. Kriegst noch eine zweite Chance. Immerhin, wir haben den Pfiff gehört. Pfiff.